Im Weltraum steht tintenschwarze Finsternis neben gleißend hellen Flecken wirklich toll aus. Darin verstecken sich allerdings schwarze Löcher, unersättlich und gruselig. Ihre Färbung macht es Astronomen schwer, etwas über diese Weltraummonster herauszufinden. Wenn ein mächtiger Stern das Ende seiner Lebenszeit erreicht, löst er sich nicht einfach in Luft auf. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass dem Stern sein nuklearer Treibstoff ausgeht. Dann kollabiert er in einem hellen Lichtblitz unter seiner eigenen Schwerkraft. War der Stern groß genug, entsteht ein schwarzes Loch. Es gibt eine hypothetische Form schwarzer Löcher, die man als primordial bezeichnet. Allerdings gibt es keine Beweise für sie. Diese Löcher sind unglaublich alt und verdammt klein im Vergleich zu anderen schwarzen Löchern. Astronomen glauben, sie könnten wenige Millisekunden nach dem Urknall entstanden sein. Zu dieser Zeit gab es noch gar keine Galaxien und Sterne. Vielleicht haben primordiale schwarze Löcher also die gesamte Geschichte des Universums erlebt. Die kleinsten primordialen schwarzen Löcher sind bis heute vermutlich längst verdampft. Aber die größeren könnten durchaus noch im Weltall herumlungern. Aber wie sind primordiale schwarze Löcher überhaupt entstanden? Ganz am Anfang war alles anders. In manchen Regionen war es heißer, in anderen kälter und manche Bereiche waren extrem dicht. Wissenschaftler glauben, die Stellen höchster Dichte könnten zu primordialen schwarzen Löchern kollabiert sein. Ziemlich seltsam, oder? Diese Löcher sind vielleicht genau deshalb so winzig klein, weil es sie schon seit dem Urknall gibt. Je länger ein schwarzes Loch brauchte, um zu entstehen, desto größer war es. Die Massenunterschiede zwischen den alten, kleinen und den jungen, großen schwarzen Löchern ist unglaublich. Stell dir einfach vor, du würdest die tausendfache Masse unserer Sonne mit der einer Jellybean vergleichen. Es gab auch die Theorie, die primordialen schwarzen Löcher wären selbst dunkle Materie. Man glaubt, diese Materie mache 80% der Masse des sichtbaren Universums aus. Astronomen können diese seltsame Zutat jedoch nicht sehen, da sie kein Licht oder irgendeine Form von Energie abgibt. Diese Vorstellung blieb jahrzehntelang unbeachtet. Doch kürzlich stellte man fest, dass es viel mehr schwarze Löcher im Universum gibt, als bisher angenommen. Das heißt, an der Theorie könnte doch etwas dran sein. Und die vielen, uns immer noch verborgenen, seit dem Urknall existierenden schwarzen Löcher könnten nicht nur aus, sondern eben selbst diese dunkle Materie sein. Immerhin konnten Astronomen bisher kein Krümelchen dunkle Materie finden, trotz jahrzehntelanger Suche. Manche Wissenschaftler argumentieren, dass schwarze Materie nicht eine Masse unterschiedlich großer, primordialer schwarzer Löcher sein kann. Sie würden viel zu oft miteinander kollidieren. Andere wenden ein, dass schwarze Löcher in Paaren auftreten könnten. So kann stets ein drittes hinzukommen und eines der ursprünglichen ersetzen. Immerhin besteht im Universum kein Mangel an schwarzen Löchern. Dieser Prozess könnte sich wiederholen, ohne dass es zu Verschmelzungen oder Kollisionen käme. Primordiale Löcher könnten in Gruppen so groß wie der Abstand zwischen unserer Sonne und dem nächsten Stern auftreten. Jede solcher Ansammlungen könnte aus tausenden schwarzen Löchern bestehen. In der Mitte könnte ein 30 Sonnenmassen großes Monsterloch sitzen, das von vielen kleineren umgeben ist. Solche Cluster könnte es überall geben, wo Wissenschaftler dunkle Materie vermuten. Aber bis dato ist das nichts weiter als eine aufregende Theorie. Und einige Wissenschaftler unterstützen sie auch nicht. Man bräuchte mehr Daten. Schwarze Löcher benehmen sich zuweilen wie monströse galaktische Vulkane. Von Zeit zu Zeit brechen sie aus. Doch statt Lava speien sie unglaubliche Energiemengen aus. Und das verursacht riesige Löcher in dem sie umgebenden Material und Gas. Vor nicht allzu langer Zeit entdeckten Wissenschaftler einen der größten Krater im Universum. Radio- und Röntgenteleskope entdeckten ein supermassereiches schwarzes Loch, das vor vielen, vielen Jahren einen Wutausbruch hatte. Schauplatz ist eine 390 Millionen Lichtjahre weit entfernte Galaxie. In den entstandenen Krater, der genau genommen ein Loch im heißen Gas des Sternenhaufens darstellt, passt unsere Milchstraße 15 Mal hinein. Wow! Kürzlich fanden Astronomen heraus, dass einer der größten Sterne in der Nachbarschaft einfach so verschwunden ist.
Der Stern befand sich 75 Millionen Lichtjahre weit von der Erde entfernt. Das ist normalerweise zu weit weg, um einzelne Sterne zu erkennen. Es sei denn, sie sind verdammt groß. Wie der, über den wir hier reden. Er war gigantisch und leuchtete 2,5 Millionen Mal heller als unsere Sonne. Das Licht des Sterns wurde zuletzt im Jahr 2011 gesehen. Doch als man ein paar Jahre später beschloss, ihn genauer zu untersuchen, war er weg. Ein so riesiger Stern endet normalerweise in einer extrem hellen Supernova, dieser jedoch nicht. Und das verwirrte die Wissenschaftler über alle Maßen. Eine Theorie geht davon aus, dass er zu einem schwarzen Loch kollabiert ist, und zwar ohne, dass vorher eine verräterische Supernova auftrat. Das kommt bei sterbenden Sternen schon mal vor, allerdings extrem selten. K2-141b ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Auf den ersten Blick ist er unserer Erde gar nicht so unähnlich. Er hat flüssige Ozeane, die zu Wolken verdunsten, kondensieren und als Regen wieder auf die Oberfläche fallen. Doch es ist kein Wasser, sondern Gestein. Die Oberfläche dieses Exoplaneten ist von 10.000 Kilometer tiefen Lavaseen bedeckt. Die Temperaturen auf K2-141b erreichen tagsüber 2760 Grad Celsius. Das reicht aus, um Magma verdampfen zu lassen. Die Überschallwinde, die mit bis zu 1,6 Kilometer pro Sekunde wehen, tragen diesen Steindampf auf die dunkle Seite des Planeten. Das verdampfte Magma kühlt sich ab, wird wieder flüssig und fällt als steinerner Regen zurück auf die Oberfläche. Ich fürchte, da brauchen wir stabilere Regenschirme. Ein Stern in der Galaxie GSN 069 könnte sich innerhalb der nächsten Billionen Jahre in einen Planeten von der Größe Jupiters verwandeln. Und zwar dank seiner regelmäßigen Begegnung mit einem schwarzen Loch. Zunächst beobachteten Astronomen seltsame Ausbrüche von Röntgenstrahlung. Sie waren extrem hell und traten alle 9 Stunden auf. Man stellte fest, dass es ein Stern, der eine einzigartige Umlaufbahn um ein schwarzes Loch beschrieb, war. Und die beobachteten Blitze sind das Einsaugen der Sternoberfläche in das schwarze Loch, wenn er seinem hungrigen Kumpanen zu nahe kommt. Über Millionen Jahre hinweg hat das schwarze Loch den roten Riesen bereits zu einem weißen Zwerg dezimiert, und so bald wird dieser Vorgang nicht enden. Vor kurzem haben Astronomen in der Atmosphäre der Venus Spuren von Phosphorwasserstoff entdeckt. Auf der Erde trifft dieses farblose, brennbare Gas im Umfeld von Mikroben auf. Daher kursiert die Theorie, auf der Venus könnte Leben existieren. Wenn, dann aber nur hoch oben in den Wolken, denn unter den extremen Bedingungen auf diesem Planeten könnte kein Organismus überleben. Ihre Oberfläche ist extrem trocken. Es gibt kein flüssiges Wasser und der Druck ist 90 Mal höher als auf der Erde. Die Temperaturen erreichen fast 480 Grad Celsius. Heiß genug, um so einige Materialien zum Schmelzen zu bringen. Also, nein. 2013 wurde Methan, ein Gas, das normalerweise von lebenden Organismen produziert wird, auf dem Mars entdeckt. Der Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation spürte es im Gale-Krater in der Nähe des Mars-Äquators auf. Diese Entdeckung könnte irgendwann die Frage nach Leben auf dem Mars beantworten. Im Juli 2019 versetzte der Asteroid 2019 OK den Wissenschaftlern einen ordentlichen Schrecken. Dieser ziemlich große Brocken, bis zu 122 Meter im Durchmesser, tauchte aus dem Nichts auf und schrammte unangenehm nah an der Erde vorbei. Nur etwa 72.000 Kilometer entfernt. Das ist weniger als ein Fünftel der Entfernung zum Mond. Die äußerste Schicht der Sonne ist sehr viel heißer als ihre Oberfläche. Die Temperaturen variieren zwischen 5500 Grad Celsius an der Oberfläche und atemberaubenden 555.000 Grad Celsius in der Korona. Das ist die äußerste Schicht der Sonne. Der Grund für dieses Phänomen könnten Nanoeruptionen sein. Das sind regelmäßige Hitzeausbrüche. Eine andere Theorie sieht die Schicht unter der Sonnenoberfläche in der Verantwortung. Sie scheint ein schwaches Magnetfeld zu erzeugen. Wenn Energie aus dieser Schicht austritt, heizt sie die Korona durch ein Netz magnetischer Wellen auf. Der Mond schrumpft eventuell immer noch. Der Erdtrabant ist heute 45 Meter schlanker als noch vor ein paar hundert Millionen Jahren. Falls sein Inneres sich weiter abkühlt, würde das auch die Mondbeben, die seine Oberfläche erschüttern, erklären.
2019 registrierte das NASA-Raumfahrzeug InSight, welches eigentlich das Innere des Mars untersuchen sollte, zum ersten Mal ein Marsbeben. Diese Erschütterungen wiederholen sich häufig, etwa zweimal täglich. Die meisten sind winzig. Auf der Erde würdest du sie nicht mal spüren. Bisher wurden über 300 Marsbeben aufgezeichnet. Abgesehen von Erde und Mond sind es die ersten bekannten Beben auf Himmelskörpern. Die Mission entdeckte ein weiteres rätselhaftes Phänomen: seltsame magnetische Impulse. Sie traten stets um Mitternacht in der Nähe des Fahrzeugs auf. Bisher ist unklar, was diese Schwingungen verursachte. Vielleicht kommen sie ja nach Mitternacht raus. Die Atmosphäre von Pluto erhebt sich sehr viel höher über der Oberfläche des Zwergplaneten als die der Erde zum Beispiel. Sie besteht außerdem aus über 20 Schichten. Alle sind klirrend kalt und extrem verdichtet. Apropos, unser Mond hat auch sowas wie eine Atmosphäre. Wir nennen sie Exosphäre. Sie besteht aus Helium, Neon und Argon. Sie hat eine 10 Billiarden Mal geringere Dichte als die der Erde. Also wirklich verdammt dünn. Tief im Herzen des Universums ist eine geheimnisvolle und mächtige Kraft verborgen, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Es ist eine Kraft, die die Welt, wie wir sie kennen, verändern könnte. Und sie heißt Antimaterie. Wir wollen herausfinden, was es damit auf sich hat und wie wir sie nutzen können, um unser Leben auf den Kopf zu stellen. Antimaterie ist eine lebendig gewordene Science-Fiction-Fantasie. Sie haben vielleicht schon in Star Trek und Star Wars davon gehört, aber in Wirklichkeit ist sie eine reale Sache, die Wissenschaftler seit über einem Jahrhundert erforschen. Aber was genau ist sie? Und wie unterscheidet sie sich von normaler Materie? Nun fangen wir mit den Grundlagen an. Sie wissen wahrscheinlich, dass Atome aus winzigen Teilchen bestehen, die Protonen, Neutronen und Elektronen genannt werden. Diese Teilchen bestehen alle aus Materie, aus der wir alle bestehen und aus der alles um uns herum besteht. Und Antimaterie ist genauso, aber mit einem Twist. Anstelle von Protonen haben Antimaterieatome sogenannte Antiprotonen und anstelle von Neutronen haben sie Antineutronen und anstelle von Elektronen haben sie Positronen. Grundsätzlich besteht Antimaterie aus Teilchen mit entgegengesetzter Ladung, entgegengesetztem Spin und anderen Eigenschaften der normalen Materie. Während ein Proton eine positive Ladung hat, ist ein Antiproton negativ geladen. Und während ein Elektron eine negative Ladung hat, hat ein Antielektron, auch Positron genannt, eine positive Ladung. Verstehst du das? Antimaterie ist so etwas wie der böse Zwilling der normalen Materie. Sie ist das Spiegelbild von allem, was wir kennen. So wie Batman den Joker hat, hat die Materie die Antimaterie. Wenn du also schon immer wissen wolltest, wie es ist, in einer Welt zu leben, in der alles aus dem Gegenteil besteht, dann ist dies deine Antwort. Und jetzt kommt das Beste. Wenn Antimaterie und Materieteilchen aufeinandertreffen, vernichten sie sich buchstäblich gegenseitig und setzen dabei eine enorme Menge an Energie frei. Deshalb glauben Wissenschaftler, dass sie eine nahezu unbegrenzte Energiequelle darstellen könnte. Jetzt fragen sie sich vielleicht: Wo ist all diese Antimaterie? Warum gibt es diese Antiteilchen nicht, die herumfliegen und nach jeder Berührung mit normalen Teilchen ein verrücktes Feuerwerk veranstalten? Tatsächlich glauben Wissenschaftler, dass beim Urknall Materie und Antimaterie in gleichen Mengen entstanden sind. Aber aus irgendeinem Grund hat die Materie die Oberhand gewonnen. Als sie dann anfingen, sich gegenseitig zu zerstören, gewann die gewöhnliche Materie am Ende um ein Haar. Wie konnte das passieren? Wir haben immer noch keine Ahnung. Dies ist eines der größten Rätsel der Physik. Wir wissen nur, dass das Universum, wie wir es heute kennen, letztendlich so entstanden ist. Da fragt man sich, wie unser Universum aussehen würde, wenn die normale Materie verschwunden wäre. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Antimaterie gilt als eines der faszinierendsten Gebiete der Wissenschaft. Sie hat das Potenzial, unser Verständnis des Universums zu revolutionieren und kann natürlich auch eine neue Energiequelle darstellen. Stellen Sie sich einen Treibstoff vor, der ein Raumschiff bis in die entferntesten Winkel der Galaxie antreiben könnte oder ein Kraftwerk, das eine ganze Stadt versorgen könnte. Das ist es, was wir bekommen können, wenn wir dieses Rätsel lösen. Aber wie wurde die Antimaterie überhaupt entdeckt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass zu Beginn des Universums nichts von ihr übrig war. Nun, die Wissenschaftler haben sie auf eine sehr clevere Weise entdeckt. Zunächst einmal müssen wir in der Zeit bis ins frühe 20. Damals sagte ein Physiker namens Paul Dirac die Existenz von Antimaterie voraus. Er stellte die Theorie auf, dass es für jedes Materieteilchen im Universum ein entsprechendes Antiteilchen geben muss. Diese Idee erregte damals großes Aufsehen.
Doch seine Theorie wurde später experimentell bestätigt. In den 1930 Jahren entdeckte ein anderer Physiker namens Carl Anderson das Positron, das Gegenteil des Elektrons. Es war das erste bekannte Antimaterieteilchen. Und diese Entdeckung war ein großer Durchbruch in der Wissenschaft. Bald entdeckten die Wissenschaftler weitere Antiteilchen und es entstand ein ganz neues Forschungsgebiet, die Antimateriephysik. Wir erforschen sie bis heute. Aber wie haben wir diese Teilchen überhaupt entdeckt? Hatten wir nicht gerade gesagt, dass es nach dem Urknall keine Antimaterie mehr gab? Nun, nicht ganz. Es gibt Antimaterie im Weltraum. Sie ist nur sehr selten. Und sie zu finden, ist eine echte Schatzsuche. Wissenschaftler suchen nach Antimaterie im Weltraum, indem sie nach kosmischer Strahlung suchen, die aus Antimaterieteilchen besteht. Wir können Antimaterie auch in Labors herstellen. Zurzeit benutzen die Wissenschaftler dafür supercoole Maschinen, die Teilchenbeschleuniger genannt werden. Der bekannteste ist der Large Hadron Collider des CERN, der größte und berühmteste Teilchenbeschleuniger der Welt. Diese Maschinen schießen winzige Teilchen mit extrem hoher Geschwindigkeit. Das ist wie eine Art kosmisches Billardspiel. Wenn diese Teilchen aufeinander prallen, erzeugen sie Antimaterieteilchen. Anschließend wird die Antimaterie in speziellen Behältern, den sogenannten Penningfallen, aufbewahrt. Es ist, als ob man eine winzige Supernova in einem Glas aufbewahren würde. Dank der Antimaterie können wir nun unsere ganze Welt verändern. Wissenschaftler haben geschätzt, dass schon ein winziges bisschen davon, etwa ein paar Unzen, die gleiche Energie liefern könnte wie die Verbrennung von Millionen von Litern Benzin. Selbst mit einer winzigen Menge davon könnte man also eine ganze Stadt ein Jahr lang mit Strom versorgen. Es ist, als ob man die Kraft eines Sterns in der Hand hätte. Deshalb arbeitet die wissenschaftliche Gemeinschaft an Möglichkeiten, diese Superkraft zu nutzen, um unser Leben zu verbessern. Sie wollen sie zur Stromerzeugung nutzen, so wie wir es mit Kohle und Erdgas tun. In der Zukunft könnte sie als super saubere und unendliche Energiequelle genutzt werden. Sie wollen sie auch zum Antrieb von Raumschiffen verwenden, damit wir zu anderen Planeten und Sternen reisen können. Stellen Sie sich eine Rakete vor, die uns mit der Energie der Antimaterie bis in die entlegensten Winkel der Galaxie bringen könnte. Selbst eine kleine Menge Antimaterie könnte ein Raumschiff für sehr lange Zeit antreiben. Und das ist noch nicht alles. Antimaterie kann auch in der Medizin eingesetzt werden. Wissenschaftler versuchen, mit ihr Krebs zu bekämpfen und Bilder aus dem Inneren unseres Körpers zu machen. Es ist wie ein Superwerkzeug, das Ärzten in vielerlei Hinsicht helfen kann. Kurz gesagt, Antimaterie ist erstaunlich und mächtig. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir sie nutzen können. Und hier kommt der Haken. Antimaterie ist zwar super stark, aber auch super schwierig herzustellen und zu erhalten. Es braucht eine Menge Energie, um auch nur ein winziges bisschen Antimaterie herzustellen. Sie erfordert einen unglaublich hohen Energieeinsatz, was ihre Herstellung in großen Mengen sehr teuer macht. Es gibt noch einige andere Probleme. Wenn wir zum Beispiel unsere winzige Menge Antimaterie haben, wie lagern wir sie dann? Wir können sie nicht einfach in ein Glas tun. Antiteilchen sind extrem instabil und außerdem werden sie von normaler Materie angezogen, wie ein Magnet von einem Kühlschrank. Deshalb haben sich die Wissenschaftler einige clevere Methoden einfallen lassen, um sie zu lagern, zum Beispiel in einem Vakuum oder in unglaublich starken Magnetfeldern. Und selbst dann ist es immer noch ein heikles und teures Verfahren. Diese und viele andere Gründe erklären, warum Antimaterie noch nicht in großem Maßstab hergestellt werden kann. Wenn Sie versuchen würden, den Tank Ihres Autos mit Antimaterie zu füllen, würde das mehr kosten als das BIP eines kleinen Landes. Aber auch wenn die Herstellung von Antimaterie eine enorme wissenschaftliche Herausforderung darstellt, sind die potenziellen Vorteile enorm. Deshalb arbeiten Wissenschaftler derzeit daran, Wege zur effizienteren und kostengünstigeren Herstellung und Lagerung von Antimaterie zu finden. Wenn Ihnen das gelingt, könnte sie die neue ultimative Energiequelle werden. Die Antimaterieforschung ist ein faszinierendes und sich schnell entwickelndes Gebiet. Und wer weiß, vielleicht können wir in Zukunft unsere Häuser und Autos mit Antimaterie betreiben. Das wäre wirklich fantastisch.